Seat hat dem Ibiza ein Facelift verpasst. Weil er bislang mit seinem sportlich frischen Design überzeugt hat, fallen die optischen Retuschen nur gering aus. Die Scheinwerfer haben eine leicht geänderte Form und verfügen nun über ein LED-Tagfahrlicht. Auch bei den Rädern gibt es eine Frischzellenkur. Die 16- und 17-Zoll-Räder haben ein neues Design bekommen. Außerdem gibt es sogenannte Color Packs, mit denen der Kunde unter anderem den Kühlergrillrahmen und die Spiegelkappen seines Autos farblich individualisieren kann. Wir haben die Möglichkeiten geschaffen, gerade auch für die weibliche Kundschaft das Fahrzeug, noch individueller zu gestalten über spezielle Stoffe, über spezielle Farben, die sie dann nicht nur auf den Sitzen wiederfinden, die man in der Schalltafel wiederfindet, mit speziellen Hochglanzblendenausströmern, die sie auf den Rädern wiederfinden können, Spiegel. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, das Fahrzeug gerade für die weibliche Klientel noch individueller und ansprechender zu machen. Im Innenraum hat sich ebenfalls viel getan. Schon beim Einsteigen stellt man fest, dass nun das bekannte Lenkrad vom größeren Bruder, dem Leon, im Ibiza montiert ist. Dahinter liegt ein besser ablesbares Kombi-Instrument, das auch über einen größeren Bildschirm in der Mitte des Instrumententrägers verfügt. Der Innenraum wirkt durch die farblichen Elemente frischer. In der Mitte des neuen Armaturenbretts zeigt sich die größte Neuerung. Im Ibiza hält die neueste Generation der Infotainment-Systeme Einzug. Deshalb gibt es nun auch einen knapp 7 Zoll großen Touchscreen-Bildschirm für das Navi und Infotainment-Anwendungen. Die Multimedia-Systeme lassen sich dank Apple CarPlay, Android Auto und Mirrorlink mit nahezu jedem Smartphone verbinden. Insbesondere sprechen wir natürlich die jungen Kunden an, für die das ein absolutes Must ist, dass ihr iPhone oder dass ihr Smartphone mit dem Fahrzeug verbunden ist. Aber ich glaube nicht nur junge Kunden. Ich bin überzeugt, dass jeder, der heute ein Smartphone nutzt, natürlich die Inhalte, die er von zu Hause mitnimmt, ob es die Musik ist, ob es Kontakte sind, Telefon, Dinge, andere Informationen, natürlich im Auto auch nutzen möchte. Und bin vollkommen davon überzeugt, dass er das auch gerne annimmt und nutzen wird. Die größten technischen Neuerungen bleiben aber unsichtbar. Sie zeigen sich aber bereits auf den ersten Metern. Seat hat dem neuen Ibiza ein neu abgestimmtes Fahrwerk spendiert. Erstmals ist auch eine adaptive Dämpfung erhältlich. Auch die Motoren entsprechen dem neuesten Technikstand. Die Einstiegsmotorisierung ist ein Dreizylinder, der 75 PS leistet. Dank eines Turbos bringt es die nächste Stufe auf 95 Pferdestärken. Die sportlichste Motorisierung ist aber der 150 PS Vierzylinder. Dieser kann, wenn kein Bedarf besteht, zwei Brennräume abschalten. Mit einem Durchschnittsverbrauch von nur 3,4 Litern ist der 75 PS Diesel der sparsamste Antrieb. Ab Sommer ist die neue Ibiza-Generation erhältlich.